Hallo und willkommen zur 27. Folge Wir möchten Sie unseres Let's Plays zu X3 Terran Conflict. In der letzten Folge sind wir wieder ein wenig durch die argonischen Sektoren gedüst, haben Missionen gesucht und haben dann in Herrensnebel eine sehr verlockende Mission gefunden, welche eine Escort-Mission mit um die 4 Schiffen beinhaltet, sowie eine Bezahlung von 166.000 Credits und im Schwierigkeitsgrad schwer. Mal schauen, ob wir diese Mission schaffen können. Unser Angry Facebird ist in Profitbrunnen angelangt und in der Energieplasmawerferschmiede wird Nostropel gebraucht. Also Kommunikation, Navigation, Kommandokonsole, docke an, Profitbrunnen, Energieplasma. Sagen wir ihn erstmal. Kommando akzeptiert. Und in der Zeit werden wir jetzt diese Escort-Mission machen. Es wird jetzt auch ein wenig dauern, bis wir die gemacht haben. Aber für 166.000 kann man nicht meckern. Bei dem Geld denke ich wirklich, dass, also glaube ich besser gesagt, dass irgendwas mit M4 oder M3 auf uns zukommt. Was eigentlich gar nicht mehr so schwer sein wird. Hoffe ich. Und da ist schon der erste Gegner. Autopilot deaktiviert. Der Gegner Autopilot deaktiviert. Nein, es ist ein Xenon M. Also ein M4. Ziel ist nun in Feuer. Das ist natürlich, wenn die Escort-Mission so bleibt, also uns M4 in Einzelpack geschickt, wird die Mission ganz einfach. Weil wir sind ja wesentlich schneller als ein M4. Können die ganze Zeit mit unserer hohen Geschwindigkeit umkreisen. Komm schon. Im Namen des Frachtraum enthält nun Mantis-Rakete. Perfekt. Können die ganze Zeit umkreisen. Sie können uns eigentlich überhaupt nicht treffen. Wenn jetzt aber vielleicht noch ein, zwei M5 dazu kommen, wird das noch ein bisschen problematischer. Aber ich denke, wir sollten das soweit schaffen. Ich denke. Also fliegen wir mal weiter und warten, bis die nächsten bösen Buben auftauchen. Oh. Schau mal einer, was da gerade durchs Türchen gekommen ist. Schwerer Centaur. Ein schwerer Centaur-Prototyp. Das heißt, es gibt gelegentlich mal sehr selten Prototyp-Versionen, die im Weltraum rumschwimmen. Die sind meistens in irgendeinem Belang verbessert. Ich glaube, dieses Schiff hat ein extra 200 MJ-Schild und ein paar andere Sachen, die verbessert sind. Prototypen kann man nicht kaufen, sonst wären sie ja keine Prototypen. Aber man könnte so ein Schiff kapern, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Mit einer M5 kann man nicht kapern. Kann man sowas gar nicht kapern. Auch mit einer M3 wird es schwierig. Ich glaube, seit Terran Conflict kann man Schiffe, die größer oder gleich einer Korvette sind, überhaupt nicht mehr normal kapern. Sondern nur noch, indem man so spezielle Kaperleute, wie heißen die, Marines oder so, verwendet zum Kapern. Ach, und da ist gerade wieder ein Xenon in unser Sektörchen gesprungen und möchte vernichtet werden. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Oi, oi, der wollte uns hier abschießen. Der Eigentümer hat das Schiffchen verlassen. Das ist ja schön. Vor allen Dingen, es ist kein M5 oder so, es ist eine M4. Um die reparieren, könnten wir damit einen ganz netten Gewinn machen.
Ich weiß gar nicht mehr, wie viel so eine M4 genau wert ist. Aber gekabert ist gekabert. Also steigen wir jetzt unserem Schiff aus. Wir drücken Shift E dafür. Das ist der Shortcut. Klicken auf das Schiff. Ups, Salat. Das war jetzt natürlich falsch. Jetzt müssen wir dem Schiff erstmal wieder hinterherfliegen. Ich habe den Reparaturlaser eingesetzt. Aber dabei ist das Schiff noch nicht unter. Deswegen wird das Schiff kurz vor uns fliehen und dann wieder stehen bleiben. Weil es denkt, das wäre ein Angriff. Also, das sollte man nicht machen. Wir wären noch ganz... Also, wir hatten Glück, dass wir nicht mit dem Schiff kollidiert sind, sage ich es mal so. Könnte nämlich auch passiert sein. Also, warten wir kurz. Übernehmen. Jetzt können wir das Schiff reparieren, ohne dass es vor uns wegfliegt. Komm. Reparieren. So, ist fertig repariert. Steigen wir unsere Harpie und geben diesen Schiffchen das Befehl. Den Befehl. Ich glaube, ich sag einfach. Nein, das wollte ich nicht. Navigation, Docker an, Argon Prime. Anlockerlaubnis erteilt. Wäre die einfachste. Kommando akzeptiert. So. Unsere kleinen Schiffchen sind gleich durchs Tor gedüst. Unsere Escort-Schiffe. Macht mal hinne. Koyo, da sind Geier dabei. Ich meine, aus eigener Erfahrung können wir ja sagen, Geier sind nicht die schnellsten Schiffe im Spiel. Aber was ich mich gerade frage, was das für Waffen waren, die M4 benutzt hatte. Partikelbeschleuniger war es nicht. Erreiche System. Pulsschwalle mit der auch nicht. Naja, ist auch egal. Ist ja eine Siliziummine, kein Schiff gelandet und ach du meine Güte. Ich glaube, hier werden wir jetzt so gut wie jeden unserer Begleitschiffe verlieren. Ich ist es jetzt total unfair. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Komm, Stöpper. Jetzt stirb. Im Namen unseres Präsidenten und Senators dankt Ihnen die Argonische Föderation für Ihre Hilfe gegen diesen Eindringling. Natürlich werden jetzt sehr viele unserer Schiffe sterben. Oh yeah, das war Vesper-Rakete. Xenon N. Da ist ja immer noch ein N. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Oh yeah, yeah, yeah. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Das wird von einem Großkampfschiff beschossen und von Raketen ebenfalls. Von unserem. Militär, schwerer Zentaur. Ach, der Zentaur ist schon ein hübsches Schiff, finde ich. Oh, großer Wurmer. Argon, Kaiman. Der Kaiman ist gut angeschlagen. Delfin, Argon, Kaiman,
Das heißt, wir hätten fast zwei verloren. Ist natürlich jetzt richtig schlecht. Ich dock einfach mal an und werde die Folge hier beenden, weil ich nicht auf die Uhr geguckt habe. Also auch nicht weiß, wie weit wir jetzt sind. Also Kommunikation. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Mach ich jetzt lieber mal jetzt Schluss, nicht dass ich dann über die 15 Minuten komme, weil das ist viel schlimmer, als wenn die Folge mal ein bisschen kürzer ist. Also wir speichern. Undock-Vorgang erfolgreich. Im Namen unserer Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Und das war die 27. Folge unseres Let's Plays zu X3 Terran Conflict.